Montagabend ist der erste Tag schon vor der Woche. Freut mich, dass Sie dabei sind. Das ist die 98. Sendung in zwei Wochen. Also die 100. Sendung. Etwas ganz Spezielles wird dort passieren. Informationen dazu am Schluss der Sendung. Ja, der Christoph Blocher ist wieder im Grosskampf. Hat jetzt in der letzten Woche schon wieder, hat man können lesen, eine neue Organisation gegründet gegen den schleichenden EU-Beitritt. Aber es gibt noch viele andere Themen, die wir mit ihm besprechen wollen. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind, Herr Blocher. Wer sind Sie? Christoph Blocher. Mhm. Okay, fällt Ihnen dazu noch etwas Zusätzliches ein? Ja, könnte ich noch ein paar Sachen sagen. Ja. Ja, ja. Aber was? Das wissen Sie ja alle schon. Gut, aber wie fühlen Sie sich jetzt im Moment? Ja, gut. Sind Sie okay? Ja, nein, gut. Haben Sie ein gutes Jahr gehabt? Ja, ja, ich kann nicht klagen. Man ja. Immer im Stoss, immer im Ding. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht. Oder? Aber ich habe mir überlegt, was ist eigentlich das beste Ereignis gewesen für Sie in diesem Jahr? Ich habe drei Vorschläge. Das erste ist der Blocher-Film. Das zweite, Anstieg vom Familienvermögen laut Bilanz von 3,5 auf 4,2 Milliarden, also plus 700 Millionen oder 2 Millionen am Tag. Oder an Herr Burkhalter seine Aussage über die fremden Richter. Was war das Beste für Sie? Ja, nehmen wir mal den Blocher-Film. Nehmen wir mal den Blocher-Film. Der ist ja nicht mein Film, der ist ja ein anderer. Sie haben unglaublich viel sich engagiert für den Film, haben unglaublich viel Zeit dort investiert. Oder? Wie war es denn für Sie, dass niemand dort anschauen wollte? Das ist nicht mein Film. Ich weiß schon. Nein, nicht mein Film. Ich will einfach sagen. Aber ich weiß nicht, ob niemand das will anschauen. Es sind ganz wenige Leute. Ja gut, ich weiß es nicht. Mhm. Ich würde viel darauf angesprochen, das hätte ich gesehen. Ja. Also, der Film hat der Herr Braun gemacht. Mhm. Ein hervorragender Regisseur, muss ich auch sagen. Ich habe nicht so viel zu tun damit, wie man meint, weil das meiste hat er gefilmt. Er hat einfach eine Kamera ins Auto. Okay. Ja, schauen wir doch gerade mal an, was man sieht. Sie zeigen sich sehr auch im privaten Bereich. Also, Sie das ist beim, am Morgen, wenn ich am Morgen beim Rasieren etc. Das ist Ihr Haus. Und man sieht Sie, Sie haben es vorher gesagt, dann vor allem im Auto. Und da gibt es vor allem eine Szene, die irgendwie noch spannend ist. Lustig ist, ja. Betrug. La fraude fiscale. Die Schweiz hält am Bankgeheimnis. Es muss am Bankgeheimnis festhalten. La Suisse doit tenir au secret bancaire. Okay, und dann das Ganze ist also natürlich auch eine Hommage an das, was Sie haben. Zumindest in diesen Ankerinnen hat man das Gefühl, Sie hätten selber schon ein Monument, oder? Ja, da müssen Sie ihn fragen. Nein, aber wenn man Sie jetzt nein, so sehen. Herr Braun hat gesagt, ich will nicht eine Biografie machen über sie. Ja. Ich will dann nicht zeigen, was sie gemacht haben. Ich will gerne herausfinden, wer sie sind. Ja. Und da müssen sie auch gewisse Transparenz zulassen. Das ist klar. Sie können eigentlich alles sehen, was wir im Schlafzimmer müssen sie nicht wollen. Aber sie sind näher dran gewesen. Ja, gut. Ja, ja, Badzimmer beim Rasieren. Also, das ist jetzt noch nicht, ich bin jetzt noch nicht gerade so. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, dass es für sie ein Monument wurde, dass sie auch mit dem Film ist, Teil von der Schweizer Geschichte sind. Ja, er hat eigentlich, wenn man den Film anschaut, ist das 20 Jahre Schweizer Geschichte. Mhm. Ich habe es auch erst realisiert, als ich es gesehen habe. Und er führt dazu, den Film, und das ist eigentlich für mich, darum habe ich ihn ausgelesen. Ich bin ja bei der einen diabolisiert, also das ist der Teufel in Person. Die werden dann enttäuscht sein, das ist ein normaler Mensch. Und dann gibt es aber auch die anderen, das ist fast eine Vergötterung. Die sagen, er ist eigentlich ein normaler Mensch. Und das ist gut. Aber sind die beide, ist gut, beide sind nicht ins Kino gegangen, weder ihre Freunde noch ihre Freunde. Das weiß ich nicht. Ja, nein, ihre SVP. Aber gehen sie nicht ins Kino? Oder wenn der Film muss ja gar niemand schauen, nö, von mir aus sehen. Ehrlich? Wenn der den Film machen will, dann müssen sie mit ihm besprechen, nicht mit mir. Okay, aber der hat ja ziemlich viel Staatsgelder gekostet. Dann würde man doch sagen, das ist Verschleuderung von Staatsgeldern. Das ist ja mein Problem. Ich habe ihn gefragt, wer den finanziert. Ich kann ihn nicht finanzieren. Ich bin gegen die Filmförderung vom Bund. Wissen Sie? Okay, aber ohne die wäre das nicht standgekommen. Dann wäre das nicht standgekommen. Das ist ein kleines Mono. Das ist nicht mein Film. Nein, jetzt unter uns zwei. Ja. Ein bisschen enttäuscht, dass niemand ins Kino gegangen ist. Oder fast niemand. Nein. Sagen wir es so. Also, erstens mal, sehr viele Leute sagen mir, der Film kommt ja nachher am Fernsehen. Aha. Wir schauen den dort. Okay, das Fernsehen hat sich auch beteiligt dran. Und ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Leute das kommen. Also ich muss Ihnen sagen, ich habe den Film keinen Rappen bezahlt. Ja. Also dort auch keinen Knopf. Also muss ich sagen. Gut. Also,
Gehen wir zum Zweiten, also wirtschaftlich, oder? Wenn wir anschauen, die Firma Ames Chemie, grossartig. 48% ist der Aktienwert aufgegangen, allein in diesem Jahr, grossartig. Haben Sie eigentlich Herrn Draghi schon ein Dankeschreiben gemacht, dass er so viel Geld in Europa reingepumpt hat, dass die Börse generell so aufgegangen ist? Also, was ist der Vermögensanstieg? Ja. In unserer Familie gibt es verschiedene Firmen, mhm, und die arbeiten alle gut. Ja. Am Ames Chemie Holding, an der Börse, ist stark gestiegen, weil sie hat hervorragende Ergebnisse. Das hat gar nichts mit dem Ertrag zu tun. Doch, oder? Ja, allgemein, die Börse ist aufgegangen. Ja, gut, also, dann hören Sie. Sie. Weil wenn der das nicht gemacht hätte, in Europa wäre dort hingegangen, wo Sie schon lange sagen, ja, gut, dann hätten Sie. Jetzt muss ich Ihnen sagen, ein Grossaktionär, oder das ist ja die Mehrheit, ist ja im Familienbesitz, der ist gar nicht interessiert, dass der Kurs so hoch ist. Nein, wir wundern, warum. Ja. Der Kurs ist gestiegen, weil die Firma sehr gut arbeitet. Aber dann ist die kleine, kleinere Firma im Kanton Aargau, wo der Sohn führt. Da ist eine Forschungsfirma. Die machen im Moment ja gar keinen Gewinn, machen einen Verlust. Aber man traut denen, darum ist der Kurs so hoch. Basel Leckerli können es nicht bewerten, weil es nicht an der Börse ist. Und da, ein Unternehmer muss ja reich sein. Du bist ja ein armer Kerl. Und wenn Sie jetzt eine Milliarde mehr haben, ich sage mal, einfach so in der Rechnung, was löst das bei Ihnen aus? Ja, sehr viel Steuern. Okay. Für alle von der Familie viel mehr Steuern. Okay. Das ist der einzige Nutzen. Gut, aber dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, ein paar Aktien zu verkaufen. Und dann ist natürlich... Meinen Sie, ein Unternehmer will Aktien verkaufen von seiner Firma? Nein. Kaufen Sie dann allgemein noch Aktien? Glauben Sie, dass wir jetzt in einer Blasensituation sind? Oder ist das einfach eine Sache, die laufend weitergeht? Ja, in gute Firmen investieren ist immer lohnend. Mhm. Aber herauszufinden, was ist eine gute? Ja. Ich habe mein Leben lang eigentlich nur in schlechte investiert, die am Boden unten waren. Okay. Wenn die guten, können ja nicht mehr weiter aber Sie jetzt noch, glauben Sie, dass wir eine Blase haben an der Börse? Ich bin natürlich nicht repräsentativ. Ja. Nein, ich frage Sie als Bloch, weil Sie haben ja vor ein paar Jahren schon gesagt, wir laufen in eine grosse Krise rein. Und was ist passiert? Die Börse ist so hochgekommen. Also, sind Sie völlig falsch gelegen? Nein, wir sind nicht völlig falsch gelegen. Ja. Übrigens, wenn die Börse steigt, heisst das noch lange nicht, es gibt keine Krise. Eben. Sehr oft sind Krisen gerade nachfolgen. Also, darum frage ich Sie. Und ich glaube, dass wir wirtschaftlich in schwierigere Situationen reinkommen. Mhm. Es ist vieles auf seichtem Boden. Mhm. Namentlich, wie Sie sagen, es ist wahnsinnig billiges Geld vorhanden. Und wenn billiges Geld vorhanden ist, dann die Leute gerne fehlinvestieren. Sie sagen, ja, das kannst du ja schon im Start. Ja. Wenn Sie die Eidgenossenschaft schauen, wenn wir den Zins hätten, der normal, wenn er wäre, hätten wir jedes Jahr 3 Milliarden Defizit. Und wir haben immer einen kleinen Gewinn, wir sparen. Die Nationalbank, die Sie ja so angegriffen hat, hat jetzt so viel Gewinn, weil sie Devisen gekauft hat. Bei der Nationalbank wollen sie Gewinn und Verlust. Ja, aber trotzdem, bei der Devise, dort hat man, hat man Dividenden ganz große und Zinsen hat man gemacht mit den sogenannten faulen Papieren von der UBS, die sie übernehmen mussten. Ja gut, das ist ein Risiko. Ja gut, aber langfristig, ich sage nicht, es war gescheit, ich sage nur, das ist typisch für den Investor. Aber ist das nicht ein hoher Zinssatz, den es da gemacht hat? Nein, aber es war kein Verlust. Gut. In einer Rettung von einer Firma, gut. Das ist schon etwas. Jetzt haben Sie den nächsten Grosskampf vor sich, Masseneinwanderungsinitiative, sagen, hoch zu Pferd, freudig in die Schlacht, das ist Ihre Kampfwort. Wie ist jetzt da, jetzt 20 Jahre oder 21 Jahre nach dem E-Wehrkampf, ist es emotional ähnlich für Sie? Das wird ähnlich, ja. Wobei es ist viel gefährlicher als hier. Weil hier war es transparenter, gewesen, was der Bund macht. Jetzt macht man es hinter den Kulissen. Mhm. Die wichtigste Frage für jedes Land, für die Schweiz, ist, kann man die eigene Souveränität behalten? Das heisst, kann man die Zukunft selber bestimmen im Land oder bestimmt es einen Fremden? Und die wichtigste Abstimmung im letzten Jahrhundert, glaube ich, das sieht man heute, war, dass wir Nein gesagt haben zum EEG-Beitritt. Wäre ähnlich. Gut, wäre ähnlich. Wir sind auf der falschen Seite. Aber es gibt ja andere Länder, die immer im EEG sind, oder? Ja, also, und die haben eine ähnliche Situation wie wir mit den Bilateralen. Wir könnten über die könnten wir noch reden, dann sehen Sie, was der Unterschied ist. Aber wir wären heute in der EG
damals, das behauptet sie. Ja, das hat der Bundesrat da ehrlich geschrieben in seiner Botschaft. Man kann nur in EWR als erster Schritt zum EG-Beitritt. Hat er selber geschrieben, der weil Bundesrat er noch ehrlich war. Ja. Und er hat auch sofort das Gesuch eingereicht für den Beitritt. Moment. Und die Mehrheit vom Parlament hat sogar nach der Verwerfung vom EWR immer gesagt, also die Option ist, den EU beizutreten. Jetzt ist es anders, weil es hat noch nie so viele Leute in der Schweiz, die nicht haben wollen in die EU. Aber da oben in der Verwaltung und namentlich hier in der Economie Suisse, den Wirtschaftsbürokraten, die wollen im Grunde genommen dort hier oder möglichst näher ran. Und jetzt sagt die EU, hört, in Zukunft müssen wir automatisch unser Recht übernehmen. Machen wir ja weitgehend schon in den letzten Jahren. Dort, wo wir es freiwillig machen, ist es gleich. Aber da müssen wir es auch nicht mehr freiwillig machen. An gewissen Orten machen wir es, an anderen nicht. Vielleicht machen wir es auch an vielen Orten zu viel. Und wenn über die Auslegung von all diesen Verträgen und dem Recht, die wir übernehmen, da sind nicht eure Gerichte zuständig, sondern der Europäische Gerichtshof. Aber der Herr Bundesrat Burkhalter, ja, der hat Ihnen die Steilvorlage gegeben, dass Ihr Staatssekretär Herr Rossi das mit den fremden Richtern. Er sagt, es sei anders. Jetzt wollen wir mal schauen. Ja, was ich von Nebling, da wäre es der zweite Satz. Dass unsere Option ist die einzige, die eben keine fremden Richter als letzte Instanz hat. Es wird politisch entschieden und nicht in einem Gericht. Er sagt in der Politik nicht, er lügt, er vernebelt es, er verschiebt es, er verdeckt es. Aber im Mundart sagen wir, das ist gelogen. Und Sie reden ja Mundart? Ja. Also er lügt? Ja, eben, man sagt in der Politik nicht, er lügt. Ja, aber er deckt es zu. Wissen Sie, was er meint? Er hat gesagt, wir schauen schon, der Europäische Gerichtshof entscheidet. Aber wenn er entscheidet, können wir immer noch sagen, ob wir es übernehmen. Aber wenn wir es nicht übernehmen, die erste Ausdrücke war, gibt es Sanktionen gegen die Schweiz. Jetzt haben Sie gemerkt, das ist kein schönes Wort. Jetzt redet von Ausgleichsmaßnahmen. Ja. Also wenn Sie vor das Gericht gehen und verurteilt werden, müssen Sie es ja nicht übernehmen. Nun gibt es eine Ausgleichsmaßnahmen, Sie müssen die Kiste. Also in Zukunft sind Ausgleichsmaßnahmen Gefängnis. Und das ist eine Vernebelung. Wir können immer noch selber entscheiden, aber nicht mehr frei. Es gibt eine Sanktion. Zum Beispiel sagen sie, man kann den Vertrag auflösen. Kennen ja immer das, wie das Reckgespenst. Es gibt eine Guillotine-Klausel, wird alles aufgelöst. Wir sind aber ganz frei. Wir wollen frei sein, ob wir etwas übernehmen oder nicht. Und zwar wissen Sie, wer da vor allem ausgehebelt wird? Wieder einmal das Volk und Stand. Das ist der Verfassungsgeber. Und das läuft auf allen Ebenen so. Aber Herr Blocher, jetzt kommt das Bundesgericht und sagt, das Internationalrecht steht generell über der Bundesverfassung. Volkeswille ist interessiert das nicht. Der Bundesrat sagt bei der Volksabstimmung, ist teilweise ungültig. Wir kommen auf das. Ja. Aber Sie gehen davon aus, das mit den fremden Richtern, das bringt nicht mehr los, der Burkhalter, oder? Ja, Sie haben typisch hingezeigt. Er hat nämlich noch einen Staatssekretär. Ja, er hat klar ausgewählt. Er hat gesagt, es ist ja klar, dass wir fremde Richter. Aber Sie haben zurückgeworfen. Wir nehmen auch fremde Richter. Ja, in der Vernebelung haben Sie einen zugelegt. Gut, aber Sie verwenden dabei einen ganz heiklen Vergleich. Nämlich folgenden. Tun wir Sie mal anhören. In der Nazi-Zeit war es so, dass ein äußerer Fink war. Und jetzt haben wir einen inneren. Wenn wir das machen, müssen wir die Schweiz aufgeben. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie damit den Bundesrat meinen? Ja, also die klasse Politik, die jetzt die Schweiz. Aber auch der Bundesrat? Ja. Also Sie setzen den Bundesrat gleich wie das Naziregime, gleich wie der Hitler. Nein. Ja, mal. Wollen wir es uns noch mal anhören? Dortmal ist es darum gegangen, von außen die Schweiz zu besetzen. Ja. Dann haben Sie nichts mehr zu sagen. Und jetzt sagen Sie, komm, wir schliessen uns der EU an, dann haben Sie auch nichts mehr zu sagen. Ja. Und ich habe gesagt, das war ein Find von außen, weil sie will erobern. Und da haben wir eine schwache Klasse Politik. Nein, Sie sagen, sie sind genau gleich. Sie bringen, also Nazi-Vergleich sollte man also prinzipiell nicht bringen. Ja, da das wissen Sie. Nein, Sie auch nicht. Es hat, Sie haben es auch nicht. Es hat Nazi gegeben, es hat Habsburger gegeben, es hat derjenige gegeben, die die Schweiz wollen erobern und bestimmen. Und jetzt haben wir hier die EU, die wollen uns mindestens vorläufig nicht erobern. Aber sie wollen hier bestimmen. Aber
das ist mir gar nicht das Problem. Unsere selber machen es noch. Eben, ja noch das, ist ja, das ist ja schlimm, die Schweiz verraten. Wenn Sie sagen, eben, sind Verräter, Landesverräter. Nein, Sie Verräter brauchen noch einen subjektiven Tatbestand. Gut. Ich bin ja Jurist. Aber das ist verraten, der Tatbestand vom Verrat. Nämlich gegen die Unabhängigkeit sein und mit der EU gemeinsame Sachen machen, damit die können in der Schweiz bestimmen. Aber die wichtigste und die Schweiz geht kaputt mit dem. Die wichtigste Stärke der Schweiz ist das Vertrauen in die Institutionen. Wenn Sie jetzt explizit das sagen und Sie als Altbundesrat sagen, der Bundesrat ist ein Verrätergremium, oder? Das haben wir jetzt gehört. Vergleichbar mit den Nazis, dann zerstören Sie doch das Wichtigste von der Schweiz. Schauen Sie. Sie gehören zu den Leuten, die meinen, Vertrauen schaffen, wenn man in diesem Fehler zudeckt. Ich habe gelernt, Vertrauen haben Sie, wenn Sie zeigen, was ist, und sagen, was ist, und eine Kritik üben. Dann kann ja Gegenkritik bringen. Aber das ist nicht Kritik. Das ist verunglückt. Sie können nur sagen, sagen Sie es nicht, dass es so ist. Weil das wäre das Vertrauen untergraben. Sie wissen genau, dass es so ist. Was? Wenn man dafür sorgt, dass die Schweizer nicht mehr selber bestimmen können, dann verstoßt man gegen die Bundesverfassung, Artikel 2. Und das habe ich mal bis Güte gemacht. Beim Gutachten Dürer habe ich nachgedacht, was ist eigentlich der Straftatbestand vom Landesverrat? Also, der müsste also sagen, der Bundesrat müsste vor Gericht gebracht werden? Nein, ich glaube, da weiß ich nicht sicher, ob er das eigentlich bewusst anstrebt oder ob er es in Kauf nimmt. Warum sind Sie dann im Bundesrat dabei? Dann müsste ich sagen, in so einem Bundesrat wollte ich da gar nicht dabei sein mit meiner Partei. Nein. Sie haben die Pflicht dabei zu sein, auch wenn. Und wie wollen Sie es korrigieren, wenn Sie nicht dabei sind? Von außen aus der Opposition, indem Sie so auftreten wie Sie. Das sind Optionen. Das ist ja so, in der Schweiz sind sie immer, wenn sie richtig die Arbeit machen, in der Regierung und gleichzeitig auch eine Opposition. Das ist ja so. Alle Parteien sind das. Und im Bundesrat, wenn sie rausgehen, also wenn ich davon gekeibert werde, ich habe mich rausgegeben, da kann ich ja nichts machen. Ich weiss. Aber wenn ich vorgekannt wäre, wäre das feig von mir. Ja. Oder sagen, ja, jetzt mach das alleine. Ja, los, wenn du draußen bist, musst du dich nicht mehr beklagen. Setz dich nicht durch, oder? Okay, aber ich meine, die SVP ist eigentlich die Wirtschaftspartei geworden, wo ist sie noch heute noch, wo die FDP abgelöst hat. Jetzt ist aber die ganze Wirtschaft anderer Meinung, bis zum Bauernverband und Gewerbeverband. Und Spitzenleute von der Wirtschaft sagen Folgendes. Die Personenfreizügigkeit wiederum wäre die ganze bilaterale Eis aufs Spiel gesetzt. Ja, das wäre für den Standort Schweiz eine Katastrophe. Und im Prinzip steht das Erfolgsmodell Schweiz auf dem Spiel. Wir sind im internationalen Wettbewerb hervorragend positioniert. Wir haben Vollbeschäftigung, Wachstum, keine Jugendarbeitslosigkeit. Diese Vorzüge, diese Vorteile, die dürfen wir nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Jetzt argumentiert die Wirtschaft ja so. Und normalerweise, wenn man gegen diese Sachen geht, heisst man, man ist wirtschaftsfindlich. Vor allem, wenn sie Linke sind. Sind sie jetzt wirtschaftsfindlich? Nein. Schauen Sie, die haben genau so operiert vor 20 Jahren. Bin ich auch allein gewesen. Alle haben gesagt, wenn wir nicht in EWR EU gehen, sind wir verloren. Der de la Murat, Bundespräsident, hat mir leid am Sonntagabend, wo das Volk Nein gesagt hat, la Suisse est perdue, ist verloren, die Jugend hat keine Zukunft mehr. Und heute haben wir 60% Jugendarbeitslosigkeit in gewissen EU-Ländern. Und so ist es da genau gleich. Ja, Geschichte wiederholt sich dann meistens als Komödie. Man kann doch nicht sagen, es wiederholt sich einfach eins. Ich habe das Gefühl, sie wollen einfach alles eins zu eins wiederholen. Nein, ich mache damit nur sie wieder ihre Lebensgeister wieder spüren. Ja, die Primitivität brauche ich nicht. Es ist, dass wir Schweizer selber bestimmen können, ist entscheidend für das Erfolgsland. Jetzt hier alle die Wirtschaftsvertreter, was sehen die? Es ist natürlich schön, ich kenne das als Unternehmen. Es ist doch viel schöner, wenn sie unter 1000 Ingenieuren auslesen können, als wenn sie den Schweizer Vorrang haben bei 10. Aber das hat langfristige Folgen. Schauen Sie, der Milton Friedman, das ist ein Nobelpreisträger, das ist meines Erachtens der liberalste Ökonom gewesen, zu meiner Lebenszeit. Der sagt, Freihandel ist Wohlstand. Ja. Aber zwei Sachen können Sie nie freigeben. Das ist erstens Kapital, da geht es jetzt nicht drum, und zweitens
Personen. Das kann ein Land nicht tragen. Die Schweiz wird das nicht können tragen. Und mit diesen Folgen müssen ja die zusammen sein. Aber Sie haben das erwähnt. Auch. Die EU wird ein eigenes Land sein. Das ist ja, etwas anderes. Okay, aber das haben Sie ja gesagt. Wobei, die Probleme sind ja auch in der EU. Also, Sie lesen jetzt unter Kamerun, Dänen und so weiter. Aber das macht das Problem schwieriger für die Schweiz. Weil wenn die EU merkt, Cameron will genau so etwas machen, dann sagen sie, wir wollen keine Ausnahmen gewertigen. Ja, und das wird die Situation für die Schweiz noch schwieriger. Wir müssen ja keine Ausnahmen machen bei uns. Wir sind ja nicht Mitglied. Aber sie hätten natürlich hätten nicht gern, wenn in der Schweiz das Volk sagt, das ist keine gute. Wir sind ja nicht gegen die Ausländer. Wir sind ja nicht dagegen, dass noch nie sind sie gegen die Ausländer. Nein, noch nie Ausländer nein. Und wenn die Ausländer, wenn die Ausländer hier arbeiten und wir haben Stellen, ist das in der Ordnung. Aber dass jeder einfach kommen kann und wir die 8 Millionen Schweiz für die 500 Millionen den Wert auftut, das wird nicht funktionieren. Sie werden es sehen. Und die negativen Folgen sind bereits schon am Anlaufen. Aber Herr Blocher, Sie haben das eben mal das Beispiel erwähnt. Sie haben es noch mal gesagt, für die Wirtschaft ist es gut. Aber Sie müssen als Politiker. Nein, für den Manager ist es gut. Gut. Aber für die, Sie für müssen als Politiker. Dann frage ich mich, und dann die anderen bürgerlichen Politiker, mit denen Sie ja sonst zusammen sind, sehen die das nicht? Sind Sie da wirklich der Einzige? Sind die anderen alle blind und doof und Verräter? Das ist der Einzige. Ja? Das sagen Sie ja selber. Also, es ist Partei, ist das mal sagen, anders als im Sie sagen es ja selber. Wenn andere macht, ist mir gleich. Wer macht es denn? Ich habe die Zeit, ich habe die Kraft, ich habe die Erfahrung. Ich bin auch bereit, persönlich Mittel zu investieren, wenn wir zu wenig haben. Also, das Engagement muss total sein. Sie sagen, wer macht es sonst, oder? Sie sind Sie offenbar das sind die haben Sie aber Ihre Nachwuchsförderung Ihrer Partei in den letzten 20 Jahren ein bisschen vernachlässigt? Nein. Aus der Wirtschaft gibt es nicht viele Exporteure, wo der Mut haben, das zu sagen. Mhm. Es gibt so eine ganze Reihe von Unternehmen, die mir sagen, sie haben recht, aber wir können uns das nicht leisten. Ich war bei mir auch so. Gewesen. Ich habe ja von Geld bekommen von Unternehmern, die nachher in der Zeitung geschrieben haben, wir müssen hier. Weil das ist eine langfristige Betrachtung für die Volkswirtschaft. Heute sind sie sicherer als vor 20 Jahren. Da ist ja noch alles am Anfang mit der EU. Heute sollte also jedem die Augen aufgehen. Also, und nur Sie wegen sagen, kurzfristigen Vorteil mache ich da nicht gut, mit. Aber Sie sagen totales Engagement, alles. Also Geld weiss man eben, wenn Sie Millionen ausgeben, ist das irgendein Probierbereich für Ihren Vermögen. Nimmst du aus dem eigenen Sache. Die anderen nehmen Sie ihren Firmen gut, weg, die okay, Sie nicht ist das Geld eigentlich kein Thema. Aber was ist totales Engagement? Ja, ich setze mich mit meiner ganzen Kraft ein, die ich kann. Mehr kann ich ja nicht machen mit meiner Argumentation. Ich gehe zu Ihnen, rede hier, ich gebe ein Interview. Ich lese von morgen bis zum Abend, was da läuft, auch hinter den Kulissen. Und als Parlamentarier schaue ich, dass unsere Partei in dieser Richtung stößt. Unsere Partei ist zum Glück da geschlossen. Mhm. Das ist mutig. Das ist also guter Mut. Sie haben selber gesagt, Sie würden gestern, ich habe Sie in einem Interview gelesen, die Verantwortung übernehmen, wenn es schief geht. Weil alle sagen ja eben, das läuft schief. Was heisst jetzt das? Verantwortung übernehmen. Ja. Also nehmen wir an. Er hat mich gefragt, ob ich Verantwortung übernehme. Haben Sie gesagt, ja. Also das nehmen wir an, wenn es in Kraft gesetzt würde, wenn es angenommen würde, in Kraft gesetzt würde, würde es etwa in 5 Jahren in Kraft gesetzt, wenn man weiss, wie der parlamentarische Prozess geht. Bis man die Folge sieht, geht es 10 Jahre, dann wären sie 83. Bei der Personenfreizügigkeit auch. Genau. Aber dann wären sie dir schade, das ist jetzt 5 Jahre her. He? Aber sollten Sie nicht Verantwortung abgeben, statt Verantwortung übernehmen, die Sie gar nicht können übernehmen? Ja gut, ich wäre froh, wenn ich sie abgeben könnte. Ja, aber Sie sagen, ich übernehme Verantwortung. Ja, wenn man mich fragt, können Sie die Verantwortung übernehmen, wenn Sie den Kampf führen für die Folge? Und ich habe gesagt, hören Sie, für das könnte ich es übernehmen. Nichts machen könnte ich sie innerlich nicht tragen. Gut. Weil ich weiss, die Personenfreizügigkeit, wie sie heute weitergeführt wird, gibt in der Schweiz ein Debakel. Ich könnte sie mich dann beim Wort nehmen, wenn wir unterliegen sollten. Wir haben es dann gesehen. Selbstverständlich sind dann wieder andere. Aber Verantwortung übernehmen heisst, wir werden für den Schaden bereit, den zu übernehmen. Ja, was heisst der Schaden übernehmen? Eben, das ist für die Politik immer so. Sie müssen den persönlich tragen. Ja, bei mir wäre es die genau gleiche Frage. Genau. Gesagt, übernehmen Sie die Verantwortung? Dann sage ich, hören Sie, ich bin ja nicht so sicher. Mhm. Ich habe gesagt, ich glaube, mit dem Weg geht es der Schweiz garantiert besser. Und mit der EU kommt es schief raus. Man hat ja noch nichts gehabt. Man hat keinen Euro, nichts gehabt.
Und jetzt ist es so passiert. Gut. Wem geben Sie eigentlich auf der anderen Seite eine Verantwortung? Ist einer zurückgetreten? Nein, aber es hat, niemand angestanden und gesagt, ich übernehme persönlich die Verantwortung für das ganze Land. Natürlich. Jede Frage, die man gestellt hat, haben sie gesagt, es gibt gar nichts anderes. Da sind sie auch wieder einen. Der Daum. Der Wirtschaftsbürokrat, der sagt, es gibt nichts anderes. Sagen jedes Mal, es gibt nichts anderes. Aber sie sind ja eben eigentlich auf ihrer Seite sind sie allein gelassen worden, auf der bürgerlichen Seite. Ja. Sie machen jetzt sie gerne ein Päckchen. Ja, bei mir jetzt ist es Partei, also schon weiter gestützt. Jetzt machen sie ein Päckchen mit der SP, zum Beispiel bei der Bankenregelung. Was sagt da zum Beispiel der ehemalige FDP-Präsident? Für mich ist keine Überraschung, dass Herr Löwra das vorschlägt, aber dass Herr Blocher eine politische Entscheidung über wie eine Bank sein muss, treffen will, das ist schon etwas merkwürdig. Ja. Also, wir wissen, der ist Präsident einer Bank. Ja. Also, gut. Sind Interessenvertreter. Jetzt müssen Sie sehen, die Grossbank, die sogenannte systemrelevante, da haftet mir Schweiz faktisch. Hat man ja gesehen, wo man die UBS retten musste. Und jetzt warten Sie. Und jetzt müssen Sie die Banken kleiner machen. Und da die Bürgerlichen wollen das nicht, weil die Grossbanken auch nicht wollen. Aber wieso soll man dann den Bürgerlichen sonst glauben und immer für sie stimmen, wenn sie so viele Fragen wie jetzt in Wasser nehmen? Ist der bürgerlich wer? Ja, so offenbar. Ja, also ein paar bürgerliche Parteien. Ja, wieso soll man dann denen vertrauen, wenn sie sagen, das Erfolgsmodell von der Schweiz ist in Gefahr, wenn jetzt zum Beispiel die Mindestlohninitiative. Warum sollte man dann denen glauben? Ja, das ist auch ein bisschen übertrieben. Es wird der Schweiz schlechter geben, wir werden mehr Arbeitslose haben, wenn das kommt. Das stimmt. Mhm. Ich bin nicht für Schwarzmachen. Ja. Mit der Minderinitiative habe ich gesagt, hört auf mit dem, wegen dem geht die Schweiz Sie nicht zusammen. Und anders es ist, Sie können alles nehmen. Ich habe nie etwas anderes gesagt. Aber gesagt, es wird bürokratischer für die Firmen. Ja. Wir können es besser machen. Das war der Gegenvorschlag. Ja. Mit dem sind wir nicht durchgedrungen. Und leider hat der der Herr Minder Kraft nicht auf den Gegenvorschlag einzusetzen. Aber also, das ist ja gleich. Aber ich muss Ihnen sagen, und da haben die Sozialdemokraten die gleiche Ding. Die grossen Banken sind zu gross. Ob sie das gleiche Motiv haben wie ich, ist eine andere Frage. Und jetzt machen sie ja die Banken. Gibt es erste Zeichen von Schwäche bei Ihnen? Weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Bei ein bisschen Lied. Also ich habe das gesehen. Also mit 73 bin ich wahrscheinlich weniger spät als mit 20. Ich habe es in einer Sendung gesehen, da hat sogar ein bisschen mehr Zuschauer gehabt als beim Blocher-Film. Oder? Da werden sie so auf dem Block, auf dem Bock rauf beten. Sie machen das auch. Und dann nachher sollten sie da reiten. Und was passiert? Es darf nur jemand natürlich. Und jetzt bin ich in die Geschichte eingegangen wegen dem. Nein! Kommen Sie oben runter, unverrichtete Dinge, oder? Ist ein bisschen schwach, oder? Ja, wissen Sie, wie es gegangen ist? Das sagen Sie. Das hat man natürlich vorher alles angeschaut. Ja. Und dann hat Frau von Galadé gesagt, sie will das. Sie hat sich gesagt, sie können nicht gut wegen dem Rücken. Nachher hat jeder ausprobiert, man gemerkt, das ist nicht so schwer. Sie will das. Und jetzt, dort habe ich auf den ich muss einen Ausstieg finden, damit ich hier auch den Vorrang lassen konnte. Aber es ist noch gut gelungen, dass Sie so meinen. Ich sehe aus Angst abgestiegen. Dass Sie eben schon langsam wissen, wie man absteigt. Mindestens in einer Fernsehsendung. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Herr Blocher, übrigens, ich habe am Anfang gesagt, die 100. Sendung wird speziell, die findet in 2 Wochen statt. Und zwar in folgender Form. Und zwar wissen wir, wer der Gast dort ist. Der sitzt dann eben auf dieser Seite, das bin ich. Was noch nicht klar ist, wer mich wird auseinandernehmen wird. Drei Vorschläge. Einerseits Mona Fetsch vom Club. Können Sie voten, wie das in Neudeutsch heisst? Oder der Stefan Klapprot von 10 vor 10. Von heute und von damals. Guten Abend zum oder der Sandro Brotz von der Rundschau. Bis in einer Woche können Sie voten. Und der, der das Gefühl hat, der wird mir am meisten Gutsein geben, der wird dann in dieser Sendung mich befragen, srf.ch/Schawinski. Also nochmal herzlichen Dank. Morgen Abend übrigens meine Mutter, ein Junkie im Club. Anschliessend Tagesschau Nacht. Die Sendung also wieder in einer Woche. Würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz gute Woche.